Jawohl, Leute, zurück bei Banjo Bear. Wir sind nicht vom Click-Clock Wood, sondern vor der Rusty Bucket Bay. Wasserstand ist auf 2. Ich wollte euch nämlich hier nochmal den Blumentopf zeigen. Den Kessel da, Dings da. Weil das ist ja ein Let's Help und da finde ich auch alle Töpfe. Gar keine Frage. So. Ja, wie soll ich das am besten erklären? Und zwar, ich habe schon Aufnahmen im Click-Clock-Wood gemacht. Ich war ungefähr über die Hälfte von dem Level. Und dann ist es passiert. Ein Video ist mir verloren gegangen. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht warum. Ja. Tatsache ist, es ist einfach weg. Und ich hatte eh Probleme im Click-Clock-Wood ein bisschen. Und ja. So ist es halt jetzt gelaufen. Ja, wie soll ich es erklären? Ich habe alles, wirklich alles, vom ersten Schritt bis hierhin nochmal neu gespielt. Also sprich, ich habe Banjo einfach komplett nochmal von vorne gespielt, bis hierher. Nur um euch das verloren gegangene Video, hier ist übrigens der letzte Kessel, hier unten im Gras versteckt, um euch das alles nochmal zu zeigen. Weil es ist echt krass, weil es ist auch scheiße, wenn ein Video fehlt und dann fehlen Noten, dann fehlen Igambogoms, dann fehlen Puzzleteile, die ich geholt habe und ja. Und zum Beweis hier, die Tür öffne ich gerade nochmal. Die habe ich letztes Video oder keine Ahnung, welchen Video habe ich schon mal geöffnet. Hab danach ja gesaved und alles, aber jetzt hier öffne ich sie halt nochmal. Also, es war eine Heidenarbeit, die ganze Scheiße hier nochmal zu machen. Ich habe auch ein paar Igambogoms mehr. Man muss dazu sagen, wenn man das Spiel nochmal neu beginnt, sagt die Brentilda auch andere Dinge. Also meistens, es gibt so drei, ich glaube es gibt drei verschiedene Dinge, die die Brentilda immer sagt, pro Satz. Und deshalb sind hier auch, na ist ja auch scheißegal, auf jeden Fall. Hier ist der Click-Clock-Wood-Level, 4 Jahreszeiten, wer sich nicht auskennt mit dem Level. Im Frühling geht's los, dann geht's zum Sommer, dann zum Herbst und letztendlich kommt man in den Winter. So, also, Fazit, ich habe alles nochmal neu gemacht und bin jetzt hier im Click-Clock-Wood und von dort an geht es jetzt halt einfach weiter, ganz normal mit dem Spiel. So, gut, aktivieren wir hier gleich mal den ersten Schalter, damit wir überhaupt in eine der 4 Regionen kommen, nämlich, wir fangen mit dem Frühling an. So, wo ist denn jetzt der Frühling? Da hinten. Also, das ist jetzt schon der ganze Level, gell? Also, hier geht's dann auch wieder raus und es gibt halt die 4 Jahreszeiten. Ja, ein schöner Level ist es doch. Gefällt mir. So, Note, Note, Note. Jo. Rein da. Und willkommen im Click-Clock-Wood mit der geilen Musik. Die auch variiert zwischen den 4 Jahreszeiten. Der Level besteht aus diesem riesigen Baum. Und halt alle typischen Einwohner, die an so einem Baum mitleben, mit dran sind und so weiter. Und ja, los geht's hier mit Robin Hood für Arme. Ah, was ist los? Bats! Er leckt der K.O. in der Ecke. Ein Mumbo-Bumbo. Und so eine Schnapppflanze, die uns verletzen würde. Aber nicht mit den goldenen Federn. Hier sind auch so kleine, wie heißt es denn? Ach Gott, Slugsy, was ist denn los? Blätter, an denen ich auch hochklettern kann. Ja, die natürlich dann im Sommer noch aufgehen und im Winter fallen sie runter und so weiter und so fort. Und im Herbst fallen sie runter, im Winter ist ja schon alles kaputt. Und hier haben wir auch so, keine Ahnung, was ist denn das? Ein Kuckuck oder so? Irgendwas soll das sein. Die dann hier aus den Löchern raus schnappen und uns verletzen wollen. Und wow, ich falle ins Wasser. So, dann tauchen wir doch gleich mal. Hier ist auch ein Biber. Ein, der sieht ja aus wie Knafti aus Donkey Kong 1. Hier. Er heißt auch so. Jemand muss den Felsblock entfernen. Knafti kommt nicht in seinen Bau hinein. So ein Ärger aber auch. Ja, Knafti, Kollege, ne? So scheiße gelaufen.
Da ist ja noch einer. Und da drüben haben wir auch Freund Stier. Na komm, Junge, na, fang mich doch. Na komm, komm, komm. Und ich hüpfe über den ganz kleinen Zaun und schon stehst du da. Way, wie die Kuh vom Berg. Der Abschuss. Ja, was so ein kleiner Holzzaun doch alles aufhalten kann. Okay, und hier, wir sehen es schon. Du stehst wieder. Ist ein Blumenbeet. Und wenn wir da reinkacken. Na. Wächst auch eine Pflanze. Na klar, von Eiern wächst eine Pflanze. Logo. Ein riesen Oschi-Teil, das natürlich noch wächst. Aber wir sind ja erst im Frühling, gell? Es regnet, man könnte meinen, es wäre... Du scheiß Stier! Was bist du noch alle? Man könnte meinen, es wäre, Februar? Ja, ist ja auch scheißegal. Mann, was laber ich denn hier eigentlich für ein Raus jetzt hier. Gib mir meine Energie. Oh, oh. Falsche Seite. Falsche Seite. Oh, 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 oh. War hier noch was in der Ecke? Denn die Pflanzen verletzen uns und alles und so weiter und so fort. Moment mal. Na, endlich. Hatten wir da, stirbst nie. Ja, da sind nämlich noch Noten da oben. Die will ich noch holen. So, dann können wir auch weitermachen mit der Baumumrundung. Da hinten ist ein Mumbo Bumbo. Da gehe ich gleich rein, Leute, keine Panik. Und hier ist auch wieder der Anfang. Ja, ich hole eine goldene Feder und opfer dafür eine goldene Feder, ist klar. Der Mumbo verwandelt... Au! Zwei gleich! Verwandelt uns in die geilste Scheiße vom ganzen Spiel. Ja. Vorher hole ich den aber noch. Hier ist noch einer. Jemand hat mich auch mal gefragt, ob man denn alle Mumbos finden muss im Spiel. Oder ob es zu viel gibt. Nein. Es ist ein riesiger Sicherheitspuffer eingebaut von diesen Mumbo-Schädeln. Und ihr müsst um Gottes Willen nicht alle finden. Ja. Und so viel dazu. Denn hier, das ist die letzte Mumbo-Verwandlung im Spiel. Und die kostet 25 Schädel. Und ich habe jetzt schon 40. Also mehr als genug. Von daher, keine Panik, Leute. Müsst nicht alles finden. Haben wir hier was in der Mitte? Nee. Okay, verwandeln wir uns mal. Ich hab's einmal hingekriegt. Wartet mal. Nee, ich mache jetzt lieber keinen Systemspeicher. Ich glaube, einmal wurde ich in einen T-Rex verwandelt. Aber das geht nur ganz selten. Ah, ihr findet einen geheimen Zauber. Mumbo euch zaubern in große T-Rex? Dann Hexe. Ja, da ist er! Ja! Hat gleich geklappt beim ersten Mal. Ich weiß nicht, ob es immer klappt, aber. Keine Ahnung. Was? Oh, oh, oh. Mumbo, gut Spaß machen? Nix T-Rex? Oh, Mann. Zauber. Zu gut. Machen. Ach. Ach, du Arschloch. Jetzt habe ich eben schon gedacht, ich könnte hier den Vorführeffekt machen. Naja. Doch nichts mit dem T-Rex. Aber ich wusste, es geht. Es gab nämlich die geheime Waschmaschine und den T-Rex. So, ich bin jetzt eine dicke, sympathische Mumbanense Biene. Ich finde eher, das Teil ist eine Hummel. Ohne Witz, Leute. Und das Vieh hat nicht umsonst Flügel. Denn das ist der geilste Move im ganzen Spiel. Wir können fliegen! Ja! Und Stoff geben! Und way! Boah, Biene sein ist cool. Wow! Und überall können wir hinfliegen. Yeah! Gibt nichts Besseres als eine Biene. Da ist auch ein Bienenstock. Und so ein kleiner Zwockel da. Hier. So. Einmal um den Baum rum. Hier irgendwo muss es sein. So eine Art geheime Plattform. Ah ja, da ist er ja. Die geheime Plattform, wo man logischerweise noch mit der Biene hinkommt. Und ich weiß nicht, wie man stoppt in der Luft. So. Nur so kommt man an das Teil hier als Biene. Und ich würde sagen... Na gut. Scheiße. Wäre besser stehen geblieben.
Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann, euer Biniger Slaxi.